Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT Bonn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur.de. Ich hatte euch in dem einen Umbauvideo noch versprochen, oder war es ein Umbauvideo oder war es gestern? War es in dem Programmiervideo? In dem Programmiervideo, glaube ich. Dass wir den Kessel mal runternehmen und schauen, wie es drunter aussieht. Nicht um zu schauen, wie es aussieht, ob da eine Leiterplatte oder sonst was ist, ist natürlich auch interessant zu erkunden. Es geht um die Schmiererei, nicht farblich, sondern schmierfetttechnisch. Ich habe jetzt ein paar Zuschriften gekriegt und die haben alle gesagt, die einen Kessel unten hatten, dass da entweder ganz wenig oder gar kein Fett drunter ist, also an den Motor- bzw. an den Getrieberitzeln. Und wenig und gar keins. Zu viel ist Mist, aber keins oder so gut wie keins ist auch nicht unbedingt erstrebenswert. Also wir schauen jetzt mal unter den Kessel, zeige euch, wie man den Kessel runternimmt, wie das alles gestaltet ist da drunter, was heißt, wie es gestaltet ist, wo die Ritzel sitzen, was man da schmieren muss und, und. Bei der Gelegenheit habe ich mir vorbehalten, ich habe die erste Lok so gemacht, dass ich von außen in das Loch, oder was heißt Loch, auf die Glasscheibe oder die Kunststoffscheibe praktisch die LED geklebt habe und die Kabel dann darunter gezogen und so, hat man ja gesehen, den Umbau. Und in diesem Video, wenn der Kessel unten ist, bekommt man die Kesselwand runter. Und wenn die unten ist, kann man dann Lichtlader, zeige ich euch, Lichtlader entnehmen, die Scheibe entnehmen, die LED von hinten einkleben, die Kabel hinten durchführen. Sieht eleganter aus als die erste Variante. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist empfehlenswert, den Kessel auf jeden Fall runterzunehmen, weil so viel Spoiler gibt es jetzt schon mal. Fett war überhaupt keins dran. Also, das ist jetzt dazu. Dann noch zu einer kleinen Anfrage oder größeren Anfrage oder wie auch immer zu einer Anfrage. Ich bin gefragt worden, wie ich darauf komme, da einen 8,2 Kilo Ohm Vorwiderstand zu wählen bei der Feuerbüchse. Wie ich dazu komme, wie ich darauf rechnerisch oder was weiß ich komme. Also, ich bin erstmal ein total fauler Hund. Das muss ich mal so sagen, wie es ist. Und somit nehme ich, wenn ich LEDs neu kaufe, oder überhaupt LEDs kaufe, schaue ich mir das Datenblatt an, gucke, was die Spannung und sowas haben und gehe im Internet, egal welche Suchmaschine, im Internet rein, gebe ein LED-Vorwiderstandberechnung. Da kommt, wie man Vorwiderstand berechnet, rechnerisch, mit Taschenrechner, also mit Rechenweg, und dann gibt es aber auch fertige Rechner, wo man einfach nur die Daten einträgt von der LED, die man vom Hersteller hat im Datenblatt und die gewünschte Spannung, wofür sie geeignet sein sollen, also 12 Volt, 15 Volt, 16 Volt, was weiß ich, und gibt das alles ein und unten kommt dann die Vorwiderstandsberechnung bzw. der Vorwiderstand, den man benötigt. Das Problem dabei ist, dass dieser Vorwiderstand, der da berechnet wird, eigentlich der optimale Widerstand ist, um die hellstmögliche Leuchtkraft der LED zu erreichen, ohne die LED zu beschädigen. So, also wir sind an der Oberkante Leuchtkraft. Und das bekomme ich mit dem Decoder nicht runtergeregelt, soweit, dass es optisch so aussieht, als wäre es naturgerecht oder hört er mich jetzt ein bisschen besser? Als wäre es natürlich, also in echt oder so. Also, wenn ich einen Vorwiderstand wähle, der für diese LED ausgerechnet ist, egal auf welchem Weg, um die LED nicht zu zerstören und die hellstmögliche Leuchtkraft rauszuholen, werde ich mit meinem Decoder niemals die LEDs so regeln können, dass es originalgetreu aussieht. Jetzt haben wir es. Und der Rest ist probieren. Muss ich so sagen, wie es ist.
gibt es kein Rezept dafür. Ich wähle für Führerstandsbeleuchtung meistens 2,2, manchmal auch 4 Kilo-Ohm. Es kommt drauf auf die Lok drauf an, auf wie es in Original beleuchtet ist, was ich erzielen möchte und. Und dann muss ich das ausprobieren. Anders kann ich es euch nicht erklären. Es ist einfach so, mache ich es. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das so macht. Das muss man dann einfach ausprobieren. Mal den und den Widerstand dazwischen machen. Das ist umständlich, aber wenn ich es dann weiß, weiß ich es. Dann habe ich es. Mal die Lok wieder zusammenbauen, gucken, wie das aussieht von der Leuchtkraft her, ob das hinhaut oder ob das nicht hinhaut, ob es zu hell oder zu dunkel ist, wie auch immer. Das muss ich hin und her probieren. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir das auch irgendwo notieren, weil, Kopf wie Sieb, hat du Kopf wie Sieb, musst du aufschreiben. Dann notiere ich mir das irgendwo, dass ich das wieder zurückverfolgen kann. Oder wenn ich es wirklich im Kopf behalten kann, dann behalte ich das im Kopf, wie die Feuerbüchse, da weiß ich, 8 Kilo Ohm oder 8,2 ist mein Widerstand, den ich da habe. Das merke ich mir, also da muss ich jetzt nichts aufschreiben. Aber so taste ich mich an die ganze Sache ran. So, das war es jetzt dazu. Dann derselbige wollte wissen, was ich für einen Kleber benutze und hatte natürlich das letzte Mal die Kamera spiegelverkehrt. Da konnte man das nicht so ganz lesen. Jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut lesen. Das ist der hier. Den nehme ich. Das ist der lichthärtende Kleber. Den gibt es in zwei Varianten. Entweder die Flasche solo oder halt gleich, wenn man die noch nicht hat, mit der UV-Lampe dazu. So, haben wir das auch. Also, wie gesagt, wir schauen uns jetzt an. Ich habe die Feuerbüchse jetzt anders verlegt. Aber die Anschlüsse bleiben die gleichen. Also mit den 8 Kilo Ohm an den F+, was hier auf der Leiterbahn hinterlegt ist, auf der Leiterplatte. Und der Minuskontakt kommt natürlich wieder an Ausgang AUX 6 bei mir. Dann habe ich hier noch Heinz und Paul, oder wie sie heißen, die Heizer und ein Lokführer, die kommen hier noch rein, habe ich bei der Lok vergessen, aber die erste Lok, die ich umgebaut habe, werde ich eh nochmal demontieren, weil da werde ich auch unter den Kessel gucken. Wie gesagt, kein Fett ist Mist und wenig Fett ist auch ein bisschen Mist, zu viel ist auch Mist, also ein bisschen nachfetten, falls nötig sein sollte. Ja, und damit bin ich jetzt eigentlich soweit durch. Wir sehen uns morgen früh zum Wort am Sonntag. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Die Farbprobe mit Sound und Beleuchtung und allem drum und dran kommt Dienstag, nehme ich an. Heute ist Samstag. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt die zwei Loks hier dann soweit fertig machen, dass das fertig ist. Dann programmieren werde ich es Montag. Ich will dann auch langsam mal wieder an meinen Schattenbahnhof ran. Ich muss das hier noch fertig eingeben, die Weichen noch fertig programmieren und. Also ich habe eigentlich genug zu tun. Die Loks sind jetzt ein bisschen dazwischen gekommen, was den Schattenbahnhof anbetrifft. Aber da geht es jetzt dann auch weiter. Also wie gesagt, Montag oder Dienstag kommt hier nochmal ein endgültiges Schlussvideo für die beiden Lokomotiven mit Vorstellung der Beleuchtung und des Soundes. Und dann haben wir das geschafft. Also bis dann. Tschüss, euer Werner. Danke fürs Reinschauen. Vergesst natürlich nicht, jetzt hier hinten dran noch weiter zu gucken. Bis dann. Ciao, danke und man sieht sich. So, an der Werkbank. Also, jetzt wollen wir mal den Kessel runternehmen. Dazu müssen wir diese beiden Schrauben hier hinten entfernen. Den Schornstein entfernen. Die Rauchkammer öffnen, also den Lautsprecher entfernen. Und dann schauen wir mal weiter. Also, jetzt entfernen wir erstmal den Schornstein. Wie gesagt, zusammendrücken. Schornstein rausziehen. Und dann die Rauchkammer rausziehen mitsamt der Schallkapsel. Das ist das hier. Legen wir jetzt mal beiseite. Da ist der Lautsprecher ja schon drin. Das haben wir ja schon gemacht. Und hier drin muss jetzt irgendwo eine Schraube rumkullern. Ja, ich glaube, jetzt kann man es so halbwegs sehen, oder? Ja, da unten ist die Kreuzschlitzschraube. Genau.
Also, die muss auch noch entfernt werden. So, und da würde ich sagen, beginne ich hier vorne mit der Schraube und lege mir die mal extra. Das ist kein Feingewinde, das ist so ein Grobgewinde. So, die legen wir jetzt mal hier rein, die Schrauben, die vom Kessel sind. Jetzt werden hier hinten die beiden noch gelöst. So. Dann mal ganz vorsichtig. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier jetzt überall wo dran hängt. Aha, da muss man die Windbleche ein bisschen auseinanderdrücken und dann bekommt man das raus. Dann kann man den hochheben. Und man hat hier die ganzen Kontakte, die nach oben gehen. Die zwei Schrauben stecken noch drin. Mal ganz vorsichtig nehmen den Kessel. Mal gucken, ob wir die Schrauben jetzt noch ganz rauskriegen. Das wäre echt richtig Mist, wenn die weg wären. Die sitzen ein bisschen straff da drin. So, jetzt haben wir die Schrauben raus. Alles schön vorsichtig anfassen. Nehme ich mal den Schaumstoff hier. Leg mal den Kessel drauf. Ich zoome euch jetzt mal hier kurz ein Stückchen näher ran, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht, wie die Verhältnisse da drin sind mit der Schmiererei. So. So. Also, wenn man sich das jetzt hier genauer anguckt, ich komme jetzt mal hier ein Stückchen hoch, gucken, ob wir das halbwegs fokussiert kriegen. Also, ja, viel Fett ist da wenig, aber wenig Fett ist viel. Muss man mal so sagen, das ist furztrocken. Auf gut Deutsch hier sagt, ne? Genauso wie das hier. Also da ist überhaupt nichts dran. Die anderen haben davon berichtet, dass wenigstens ein bisschen was dran ist. Aber bei mir ist da jetzt erst einmal gar nichts dran. Also, das ist natürlich leicht ärgerlich. Muss man jetzt mal so sagen. So, wenn ich den Kessel weg habe, ich das Blech hier runternehme, Blech in Anführungsstrichen, habe ich hier die LED, die für die Feuerbüchse zuständig ist. Aber ich werde hier nicht dran gehen an die LED. Das spare ich mir echt. Aber ich überlege gerade, ob man den Lichtleiter jetzt hier rauskriegt und einfach da eine andere LED reinmacht. So, dieser Stift passt da hervorragend rein. Da muss man hier nicht immer an den Leitungen rumfingern. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Die würde da wunderbar reinpassen, die LED. Dass das jetzt nicht hier rausgeht. Aber das müsste nach oben rausgeschoben werden. Das ist wie ein T-Stück, sehe ich gerade. Und um das nach oben rauszuschieben, ich frage mich eh schon die ganze Zeit, wie die Rückwand hier dran ist. Die ist da drauf gesteckt. Kann man nur hoffen, dass sie nicht geklebt ist. Dann müsste die eigentlich. Genau, die kann man so abhebeln. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Schwuppdiwupp, da fliegt sie erstmal fort. Und dann hat man hier den Lichtleiter drin. Den kann man ja fein aufheben. Das ist der Lichtleiter.
Den tun wir mal beiseite. Jetzt muss man mal schauen, wie das platztechnisch aussieht dann. Das muss gut isoliert werden, wenn ihr das hier hinter macht, weil, wie man sehen kann, ist das blanke Metall von den Federstäben, nenne ich es jetzt mal. Ja, also, wenn wir die Rauchkammer einmal abhaben, werden wir die LED da hinten einbauen. Die Scheibe selber an sich ist eingeklebt, so wie ich das sehe, aber sie geht raus, geht auch nicht kaputt. Einfach schön beiseite legen, wenn man das mal wieder einbauen will, dass man es hat. Und jetzt kann man hier schön, kann ich hier schön die LED reinmachen mit den lichthärtenden Kleber und habe das wunderbar gelöst. Geht dann mit den Kabeln hier unten durch, wie mit der anderen und hier vor und dann ist die Sache doch erledigt. Ja, würde ich sagen, hervorglänzend, da haben wir doch was Feines gefunden. So. Jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen fetten. Oder schlägt es erstmal beiseite und klebt erstmal die LED ein, dass wir das nachher wieder zusammenbauen können. Wie gesagt, wir haben jetzt die Scheibe auch draußen. Ich habe mir jetzt die LED rangeholt hier. Schmieren durch die Ritzel nachher nach dem Kleben. Da kann das hier erstmal alles schön verkleben. Na gut, der lichthärtende Kleber ist eh schnell fertig. Die passt hier wunderbar rein, die LED. Ist noch nicht ganz zu. So, jetzt. So. Somit ist das verklebt. Dann kann man das Kabel hier drinnen schön verstecken. Dann mal den lichthärtenden Kleber kriegt man wieder weg. Also keine Panik auf der Titanic. So, und somit ist die Sache mit dem lichthärtenden Kleber erledigt. Ist gleich alles ordentlich abisoliert. Oder isoliert, nicht abisoliert. Abisoliert wäre schlecht. Können wir hier unseren Kessel nehmen. Legen den mal hier drauf. Nehmen mal die Kesselwand. Und jetzt können wir die hier wieder drauf schieben. So, funktioniert einwandfrei. Und ihr seht, die ist jetzt hier ordnungsgemäß drin. Das wird dann wieder ein bisschen mit Schwarz rundherum behandelt und dann sieht das aus wie neu. Somit wäre das erledigt. Jetzt wird noch gefettet. Wie gesagt, ich fette prinzipiell mit Vaseline. Jetzt ist beides gefettet und jetzt machen wir uns wieder einen Zusammenbau. Nachdem wir jetzt die Kesselwand soweit wieder dran haben, alles fertig haben, habe ich unten noch eine kleine Kerbe reingemacht für die Kabel. Und da kann der Kessel jetzt wieder aufgesetzt werden. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Also, die Zahnräder sind natürlich auch gefettet, das hatten wir ja gestern schon gesehen. Und das Fahrwerk, das kann man ja jetzt rollen, ohne Motorwiderstand rollt das ja. Und da verteilt sich auch gleich ein bisschen die Vaseline im Getriebe. Jetzt kommen wir zur Montage des Kessels. So, hinten sind zwei Stifte, wo der dann einrastet, wo der eine Führung hat. Und hier vorne müssen wir die Windleitbleche wieder beiseite ziehen. Wegen den Befestigungsstäben. So. Und jetzt muss da, wir erinnern uns an der oder an dem Befestigungspunkt hatten wir ja jetzt die Schraube mit dem Grobgewinde. Dann kann man hier vorne
schauen, dass das hier alles ordentlich anliegt. Und somit ist hier hinten das schon mal, hier vorne das schon mal befestigt. Jetzt hätte ich natürlich vorher schon mal das Blech reintun können. Aber das lässt sich jetzt relativ leicht noch drunter schieben. Jetzt hier hinten die beiden Schrauben wieder dran. Und damit sind wir soweit, wie wir in dem einen Video auch waren. Also, wie ich euch gezeigt habe, sind wir wieder an dem Punkt, wie das dann weitergeht. Also mit die Kabel an Decoder anlöten und. Das haben wir ja alles in den anderen Videos schon behandelt. So, wenn man die Schrauben fest hat, hier vorne den Schornstein wieder drin, also die Rauchkammer wieder drin, Lautsprecher. Einfach mal rundherum gucken, ob alle Leitungen sitzen, alles noch in Ordnung ist. Und jetzt werden die Kabel wieder an die Decoder angelötet und hier unten ans Plus mit dem 8,2 Kilo Ohm Widerstand. Und dann sind wir soweit fertig. Also zweite Lok auch geschafft. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Also wir sehen uns dann wieder bei Wort zum Sonntag und nächste Woche zu einer Probefahrt mit diesen beiden Lokomotiven. Also bis dann, tschüss. So, da haben wir die beiden Loks, die jetzt im Bild zu sehen ist oder im Vordergrund des Bildes zu sehen ist, ist die zweit umgebaute. Bei den beiden Loks ist weder das Bremsen noch die Dampfschläge eingestellt. Also da wird alles noch gemacht. Also die Führerstandsbeleuchtung geht, die ist bloß relativ dunkel. Ich kriege sie jetzt bildlich nicht eingefangen, da müsste ich ja ganz dunkel machen. Aber sie geht. So, das ist die Lok Nummer 1. Also ihr seht, Triebwerksbeleuchtung geht. Und die Feuerbüchse geht auch. Hier kann man sehen, dass es die Führerstandsbeleuchtung angeht. So, wie gesagt, noch nichts eingestellt. Da kommt ein präzises Video noch dazu mit gesamten Sound und fahrtechnischen Eigenschaften. Also, bis dann, tschüss, danke und man sieht sich.